Ja, fehlen noch zwei Ork-Einheiten. Ich glaube, Veteranen fehlen auf jeden Fall noch, die mit den schweren Eisenrüstungen. Und eine kleine Einheit, die ich vergessen habe. Aber ja, war gut, den zweiten Holzfäller zu errichten, wenn ich mir ansehe, wie viel Holz wir jetzt haben. Ist was? Keine Last. Könnte ich Schweinezuchten errichten, aber. Arbeit, immer nur Ich Arbeit. glaube, mit den Truppen, die ich habe, sollten wir klarkommen. Aber ja, wir haben Level 20 erreicht. Jetzt kommt die tolle Sache, meine Units an den Türmen hier vorbeikriegen. Rieche Blut. Und los! Folgt mir! Ja, zum Glück stehen hier keine Truppen. Die stehen zum Glück auf der anderen Seite. Hier sind nur Türme. Folgt mir! Folgt mir! Ein Gegenangriff! Vorwärts! Können wir auch leider nicht viel gegen machen. Weil das sind halt Türme unserer Verbündeten, die allerdings nicht gut auf Orks zu sprechen sind. Nicht zurückweichen! Was liegt an? Für den Clan! So, da wir hier jetzt sind, speichern wir sicherheitshalber mal und gehen jetzt auf Drachlingsjagd. Das ist ein Hinterhalt! Zarach, der Orkgott, war ja so nett, die Orks mit Feuer zu erschaffen. Ja, da ist Fimir. Standhalten, Männer!
nicht zurückweichen. Was liegt an? Zu dir laufen! Ja, bleibt erstmal etwas zurück. Während ich Drachlinge anlocke. Runenkrieger, zu mir! Da oben sind Truhen, das ist auch nicht schlecht. Bin schon auf halbem Weg. Wie befohlen. Bin schon auf halbem Weg. So, jetzt müssen die Totems herhalten. Nicht zurückweichen. Wo sind die Krieger? Tot den Feinden. Bin schon auf halbem Weg. Zu den Waffen. Tue wie befohlen. Ich rieche Blut. Krieg. Wo sind denn die anderen Totems? Vorwärts, vorwärts! Bin schon auf halbem Weg. Ich rieche Blut. Ich rieche Blut. Wo sind die Gegner? Tue wie befohlen. Entdeckung! Was liegt an? Okay, Fimir wurde jetzt Krieg. Gegrillt. Was liegt an? Zu den Waffen. Wir haben zwei Totems verloren. Tod den Feinden! Oh, eine Trollarbeiterrune. Und eine Kämpferrune. Oh, praktisch. Ich rieche Blut. Lauft! So, die Totems mal ersetzen. So, ein Stein des ewigen Feuers, Drachenblut. Standhalten, Männer! Sommerwindsplitter, Drachenschuppen und ein Flammenauge. Oh, und wir brennen. Tod den Feinden! Tue wie befohlen. Hier. Und los. So, jetzt heißt es wieder zurück. Und los.
So, wir können die Trollarbeiterrune einsetzen. Wir können den Kämpfer Ivor gegen Aldrius ersetzen. So, was kannst du denn? Leichte Klingenwaffen und leichte Rüstungen und Bögen. Also ehrlich, da ist der Flammentanz immer noch am besten irgendwie. Dann kannst du auch so eine tragen. Oder nee, du trägst die hier. So eine. So ein Lederhelm. Ringe. Meisterring der Diebe ist eher was für mich, oder? Nee. Den kannst ruhig du haben. Und den da kannst noch du haben. So. Gut. Was liegt vorwärts? Vorwärts! Wir haben Fimir den Splitter abgenommen. Ja. Der Splitter des Sommerwindes. Bezwingt Fimir und nehmt den Splitter. Ja. Befreit Elvin aus dem Lager der Wölfe. Ja. Vorwärts, vorwärts! Das ist zu den Waffen! Ist der nächste Schritt. Lauft! Dazu können wir uns jetzt zur Seth hochporten. Bevor wir mit dem Reden speichern, weil ich weiß, da war noch irgendwas mit seinem Plan. Deswegen sicherheitshalber speichern. Ja, südliches Vor. Lasst mich frei. Ihr werdet es nicht bereuen. Wer seid ihr? Jemand, der euch ein Angebot unterbreiten will. Ein Angebot, das ihr nicht ausschlagen könnt, wenn ihr mich losmacht. Ich kann euch von großem Nutzen sein. Bitte, macht mich los. Also gut, ich werde euch befreien. Ah, danke. So, nun lasst euch ansehen. Ein Runenkrieger. Lasst mich raten. Ihr seid hier, um die Bria-Wölfe zu vernichten. Aber ihr werdet nicht weit kommen. Brias Elite wird jeden eurer Angriffe zurückschlagen. So viel ist sicher. Ihr scheint die Bria-Wölfe recht gut zu kennen. Ich habe noch eine alte Rechnung zu begleichen. Mit Bria höchstpersönlich. Hat etwas damit zu tun, weshalb ich hier angekettet war. Nun, ihr könnt mit mir kommen. Danke. Ich arbeite immer alleine, mein Freund. Schon einmal etwas von Assassinen gehört? Ich werde ins Lager huschen und diesem Hund Priya sein kleines Lichtlein ausblasen, bevor überhaupt jemand merkt, was los ist. Dabei werde ich dann zufällig einen bestimmten Dolch zurücklassen. Sagen wir mal, einen Dolch der Roten Legion. Sie werden rasen vor Wut und Vergeltung fordern.
Und wenn sie zu ihrem Gegenschlag ausrücken, ist ihr Lager leer und unbewacht. Ich sehe, ihr habt verstanden, Krieger. Ein Problem gibt es allerdings noch. Nur Mitglieder der Wolfselite kommen an Bria heran. Ich brauche deshalb eine ihrer Rüstungen, um mich zu tarnen. Nur Brias Offiziere tragen diese Panzer. Besorgt mir einen und einen Dolch der Roten Legion. Davon findet ihr sicher noch welche auf dem Schlachtfeld. Ja, das ist ja gut, dass wir beides haben. Such nach einem Dolch der Roten Legion und bring ihn zu Sev. Sev benötigt einen Dolch der Roten Legion, um einen Vergeltungsangriff der Bria-Wölfe zu provozieren. Irgendwo auf dem Schlachtfeld wird ein solcher Dolch zu finden sein.